Super leichte Zeichnungen. Hallo und herzlich willkommen zum Kanal Super leichte Zeichnungen. Heute werden wir ein frisch verheiratetes Paar zeichnen und ausmalen. Einen Bräutigam und eine Braut. Lasst uns anfangen zu zeichnen. Zuerst zeichne ich den Bräutigam, seine Nase und seinen lächelnden Mund, sein Gesicht und seine Haare. Dann zeichne ich seinen Körper. Er trägt eine Krawatte, ein Hemd und einen sehr eleganten Anzug. Dann zeichne ich die Details seines Anzugs. Ich zeichne seine Arme und seine Hände. Ich mache weiter mit seinen Beinen und seinen Schuhen so. Neben ihm zeichne ich seine schöne Frau. Ich zeichne ihre hübschen Augen, ihre Nase und ihren lächelnden Mund. Beginne mit ihrem Gesicht. Ich zeichne ihr sehr lange Haare. Ich mache weiter mit ihrem Körper. Sie trägt eine Halskette mit einem Herzanhänger. Ihre Schultern und Arme. In ihren Händen zeichne ich einen schönen Blumenstrauß. Dann zeichne ich den Rest des Hochzeitskleides. Anschließend zeichne ich weitere Details. Was für ein schönes Paar! Jetzt benutze ich diesen dicken, schwarzen Marker, um unsere Zeichnungen besser sichtbar zu machen. Fangen wir mit dem Ausmalen an. Ich male die Haut des Bräutigams in Cremefarben. Dann benutze ich Hellrot für seinen Mund. Ich verwende diesen dunkelbraunen Marker für seine Haare. Dann male ich seine Krawatte schwarz und auch seinen ganzen Anzug. Und die Schuhe. Sein Hemd wird weiß sein. Für die Haut der Braut benutze ich denselben cremefarbenen Marker. Dann male ich ihren Mund mit Hellrot an. Anschließend male ich ihre Haare mit Mittelbraun an. Ich verwende Rot, Gelb, Rosa, ich male ihren Blumenstrauß aus Rosen in Hellrot, Gelb, Grün. Zum Ausmalen benutze ich die Farben des Regenbogens. Rot, Orange, Gelb, Hellgrün, Dunkelgrün, Hellblau, Dunkelblau, Lila, Rosa. Ausgezeichnet! Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ein Like und abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.